Moin und herzlich willkommen zu Grumpy Griller Barbecue Lakčovek. Heute sind wir wieder nicht am Grill, sondern in der Küche, denn ich möchte euch eine leckere Louisiana Hot Pepper Sauce Grumpy Style zeigen. Was das ist und warum ich die Grumpy Style nenne, das erfahrt ihr, wenn ihr dran bleibt. Eine Louisiana Hot Pepper Sauce ist eine, wie der Name sagt, scharfe Soße auf Essigbasis. Im Original braucht man dafür Tabasco-Chilis, die sind extrem schwer zu besorgen und eigentlich müsste man die auch noch fermentieren. Dazu habe ich nicht die Mittel und auch keine Lust drauf. Deshalb habe ich das Ganze abgewandelt, was die Zutaten der Chilis angeht und ich werde die auch nicht fermentieren. Und deshalb ist es eine Louisiana Hot Pepper Sauce Grumpy Style. Was man dafür braucht, wie man die macht, das zeige ich euch gleich mal im Herd. Ihr braucht für die Soße nur ganz wenige Zutaten. Ich habe hier Chilis, Branntweinessig und Jodsalz. Als hilfreiches Utensil gibt es eine Küchenwaage. Das macht man ja normalerweise, wie ich gesagt habe, mit Tabasco-Chilis, die man so nicht oder sehr schwer kriegen kann. Ein guter Ersatz sind Cayenne. Meine Ernte an reifen Cayenne war nicht so besonders reichhaltig. Deshalb habe ich auch noch andere geerntet. Ihr braucht für 125 ml Soße 125 ml Essig, einen halben Teelöffel Salz und 50 Gramm Chili. Das hier sind nie und nimmer 50 Gramm. Deshalb habe ich hier halt noch Jalapenos, Cenzo und zwei Habaneros, um nochmal das Ganze aufzukicken, weil diese und diese sind nicht so scharf wie eine Cayenne. Und die Hot Sauce soll ja hot sein. Also, ich werde jetzt als erstes mal gucken, welche Chili-Masse ich habe. Wow, die Cayenne sind 13 Gramm. Also packe ich mal die Cenzo dazu. Alle. 26 Gramm. Also packe ich auch nochmal... Ja... Alle Jalapenos dazu, 132 Gramm, beide Habaneros, 141 Gramm. Das runde ich mal großzügig auf 150. Das heißt, 50 Gramm Chili mal 3, 150, also brauche ich 3 mal 125 Milliliter Essig und 1,5 Teelöffel Salz. Das Ganze mache ich dann jetzt gleich in einen Topf. Die Chilis habe ich von den Stielen befreit und ganz grob klein gehackt. Die kommen jetzt in den Topf. Dann kommen 1,5 Esslöffel Salz hinterher, Teelöffel, Entschuldigung. Und 375 Milliliter Essig. Das ist jetzt wie gesagt Weißweinessig, der ist sehr streng. Ihr könnt auch Apfelessig nehmen, wenn ihr wollt. Da packe ich gleich den Deckel drauf, bringe das zum Kochen und lasse das 20 Minuten mit geschlossenem Deckel vor sich hin köcheln. 20 Minuten köcheln sind um. Der Herd kann aus, der Deckel ab. Und jetzt werde ich das Ganze mit einem Pürierstab schön fein pürieren. So fein püriert ist, ich habe hier einen Messbecher und ein Sieb. Da kippe ich das durch. Dann streiche ich das noch mal mit einem Löffel durch das Sieb. So dass noch schön was von der pürierten Masse durchkommt.
So, das soll mir so reichen. Etwas weniger als 400 Milliliter, wie geplant. Jetzt habe ich hier eine Einmachflasche, die ist sterilisiert. Das heißt, die habe ich in Wasser gekocht, sodass alle Keime tot sind. Jetzt habe ich hier einen tollen Trichter und kippe das da rein. Wenn ich das jetzt verschließe und wenn es abgekühlt ist, in den Kühlschrank stelle, da ist so viel Essig drin, das hält sich garantiert 5-6 Monate. Louisiana Hot Pepper Sauce Grumpy Style. Ganz einfach zu machen und wahrscheinlich wahnsinnig scharf. Ich werde einfach mal probieren. Also hier in der Küche riecht es schon sehr, sehr beißend. Ja, die hat Bums. Also ich persönlich esse ja sehr gerne scharf. Das finde ich so ein wenig Bums eigentlich so ganz gut. Wäre nicht für jeden was, aber ich finde es auch mal ganz nett, so eine scharfe Soße zu haben, die nicht Tomaten- oder Ketchup-basiert ist, sondern einfach eine Essig-basierte Soße. Die passt garantiert sehr gut zu Rippchen oder, naja, eigentlich zu jeder Art von Fleisch, würde ich mal sagen. Ihr habt gesehen, das ist ganz einfach zu machen. Wenn ihr scharfe Soßen mögt, solltet ihr das auf jeden Fall mal nachmachen. Das lohnt sich, ist überhaupt nicht schwer, wie ihr gesehen habt. Ihr braucht ganz wenige Zutaten und 20 Minuten Zeit. Das war's dann schon. Also, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, freue ich mich über Daumen nach oben, Kommentare jedweder Art, außer irgendwelchen sinnlosen Hate. Aber wenn euch was nicht gefällt, könnt ihr es mir gerne schreiben, dann kann ich an mir arbeiten. Ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Grumpy Gorilla Barbecue Laktorik. Bis dann! Shut up and sit down.